Es geht einfach darum, ganz kurz noch die Idee von Google CS First vorzustellen. Das Ganze basiert auf Scratch. Scratch stelle ich jetzt nicht mehr vor, weil ich gehe davon aus, die allermeisten wissen, was Scratch ist. Was vielleicht, einfach die Frage in die Runde, wer kennt Google CS First schon? Erst sehr wenige, in dem Sinn einfach ganz kurz ein Schnelldurchlaufprogramm, also Googles PR-Initiative für die Nachwuchsförderung ist das quasi, so wie alle großen amerikanischen Firmen viel Geld in code.org und so weiter schmeißen, macht das Google mit CS First, Computer Science First heißt ja das. Es ist eine Lernplattform für Scratch, also es ersetzt Scratch gar nicht, im Gegenteil, es ergänzt es und es ist eben seit letztem Jahr auch auf Deutsch erhältlich. Es umfasst etwa 5 Lernmodule auf Deutsch und jedes Lernmodul hat ja da 10 Stunden Unterricht. Und wenn ihr eben auf csfirst.com geht, findet ihr quasi so eine nette Übersicht. Könnt euch dort anmelden, wenn ihr sagt, ihr seid eine Lehrperson, also nicht Lehrer, sondern Lehrperson, das müsste man Google mal noch beibringen, oder eben Lehrerin. Dann kann man sagen, man darf selber so einen Kurs erstellen. Wenn man das macht, dann kann man eben auswählen rechts, was für einen Kurs. Wir machen immer Game Design, weil das natürlich am lustigsten ist und schwer heißt nicht, dass es wirklich schwer ist, sondern einfach, dass man relativ weit kommt. Man fängt trotzdem bei Null an. Also ihr könnt das sehr gut mit euren Schülerinnen und Schülern machen, auch wenn sie noch keine Ahnung haben von Scratch und Programmieren. Dann könnt ihr dort einen Terminplan erstellen, aber einfach nur das Datum eingeben und dann habt ihr schon einen Kurs erstellt, habt so quasi eine Vorlage erstellt, könnt dann die entsprechenden Lösungsblätter, das ist wirklich ein 72-seitiges PDF und noch ein Kursheftchen und so weiter runterladen. Und das Wichtige ist, ihr habt dann einen Kurscode. Mit diesem Kurscode könnt ihr dann euren Schülerinnen und Schülern sagen, geht mal auf die Website, loggt euch an als Schülerin oder Schüler, dann muss die Schülerin oder Schüler den Kurscode eintippen und kann dann nach ein paar Mal Ja klicken, einen eigenen neuen Benutzernamen und Passwort kriegen. Das ist ein Benutzernamen und Passwort, der gilt für CS First, also für die Google-Plattform. Und im Hintergrund wird auch noch auf dem MIT-Server von Scratch ein Benutzernamen und Passwort erstellt, weil das ist, wie wir ein paar wissen, wahrscheinlich Google ist da sehr eng mit den MIT-Leuten in Boston zusammen für sich Scratch-Weiterentwicklung. Wenn dann die Schülerinnen und Schüler das Scratch CS First starten, sehen sie Videos. Also ihr müsst da selber gar keine Ahnung haben, so wie ich zum Beispiel keine Ahnung haben und könnt trotzdem unterrichten, sehr praktisch. Habt dann dort die Möglichkeit, den Schülerinnen zu sagen, schaut einfach die Videos an. Und die Schüler gehen dann rechts auf dieses Aktivität 1 Ding und dort öffnet sich ein zweites Fenster auf der Google, eben nicht mehr auf der Google-Plattform, sondern auf der MIT Scratch-Plattform. Dort sind die Kinder dann gleich schon, kriegen einen Fork oder einen Remix von der CS First-Plattform, müssen sich noch einloggen mit ihrem Federated Login und dann haben sie eine Lernumgebung, wo sie ihre eigenen Scratch-Programme speichern können. Aktivität 1, also ist eben noch das Game Design Modul. In der ersten Aktivität lernen Sie einfach mal, was ist Scratch, was ist überhaupt Informatik, können so mal starten. Im zweiten Teil lernen Sie so, wenn dann, wenn die Taste gedrückt ist, dann noch das, müssen Sie ein kleines Spiel programmieren. In der dritten Aktivität lernen Sie so ein Labyrinth-Spiel programmieren, haben eine Auswahl von verschiedenen Themes und können dann wirklich so If-Then-Funktionen umsetzen. Im vierten Aktivität haben Sie ein Plattformspiel, das Sie programmieren mit XY-Koordinaten und so weiter. Überall gibt es auch noch Erweiterungen dazu. Es hat entsprechend auch ein Ausweichspiel, wo Sie bösen Viechern ausweichen müssen. Da haben Sie Berührung mit Zufallszahlen und können dort auch wieder Erweiterung bauen. Da gibt es noch ein Zielspiel, verschiedene Fische verfolgen, mit Variablen, Objekten arbeiten, haben ein Suchspiel, so ein bisschen Indiana Jones-mäßig, können dann auf Ereignisse reagieren und auch dort wieder sehr viele Umgebungsveränderungen machen und dann noch zuletzt noch ein Flappy Bird. Jedes von dieser Aktivität ist jetzt so eineinhalb Stunden lang, also von dem her ziemlich viel Stoff, das man da verbrauchen kann. Wenn man selber Lehrperson ist, mit einem eigenen Code, hat man schon einen Überblick, wo ist jede Schülerin, jeder Schüler und kann an denen jedes, je nachdem ein Cleverly aushändigen, wenn man das will. Was man sich fragt, eben Google
klauen die uns alle Daten, hören die uns ab? Ja, das tun sie natürlich, aber nur bei den Lehrerinnen und Lehrern, weil die brauchen ein Google-Konto, um einen neuen Kurs zu machen. Die Schülerinnen und Schüler, die brauchen kein Google-Konto, die brauchen nur diesen Kurscode und dann können sie starten. Das ganze Lernmaterial ist aber eigentlich auch auch ohne Login zugänglich, also man muss sich eigentlich gar nicht authentisieren, wenn man das nur das Lehrmaterial nutzen will. Wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht, Lionel und ich, so am Samstag. Und das Feedback war sehr positiv, haben wirklich sehr viele Schülerinnen und Schüler und auch deren Eltern da rumgescratcht. Und von dem her tolle Sache. Und Scratch eben generell, wer es noch nicht weiß, eben, das Flash wird endlich weggeschmissen im Sommer. Ab dann soll das dann alles auf HTML5 und JavaScript und so sein. Man kann jetzt schon eine Scratch 3 Preview anschauen, die dann eben ganz ohne Flash auskommt. Von dem her kann ich mit meiner Open-Source-Seele sehr gut dahinter stehen.